Für den KSC ist es wichtig, finanziell auf guten Beinen zu stehen. Und wir haben ja schon in der Ausgliederung letztes Jahr beschlossen, dass wir auf jeden Fall auch Mitgliedern und Fans es ermöglichen wollen, bereits ab einer Aktie beim KSC ein Teil zu werden. Und das setzen wir jetzt um. Also es ist ganz klar, dass dieses Geld zu 100% in den Stadionausbau fließt. Das ist uns ganz wichtig, in die vielen Themen, die wir da letztendlich benötigen. Und somit finanziert man einen Teil der Zukunft des KSC. Ja, es ist ja so, dass die Stadt Karlsruhe als Bauherr dieses Stadion für uns baut. Wir dann aber noch gewisse Eigenleistungen laut Pacht- und Betreibervertrag selbst erbringen müssen. Dazu gehört zum Beispiel die Ausstattung eines Fanshops, aber auch eine zweite Anzeigetafel als Sonderwunsch, aber auch der Ausbau der Kioske, um einfach das Stadion komplett zu finalisieren. Die Zeichnungsphase ist zunächst für 4 Wochen angelegt, wo man quasi dann seine Aktie sich holen kann. Also eine Aktie ist ein Gesellschaftsanteil an dem Unternehmen KSC, genauer an der GmbH und Co. KGaA. Und mit einer Aktie ist man dann eben beteiligt an dem Unternehmen und es findet sich in der Bilanz dann auf der Passivseite im Eigenkapital wieder. Also zunächst bekommt jeder Aktionär eine individuelle Schmuckurkunde, sein Teil KSC quasi auch für zu Hause. Dann erhält jeder ein Stimm- und Teilnahmerecht an der jährlichen Hauptversammlung. Er wird Mitinhaber des KSC und weiterhin profitiert jeder Fan von einer möglichen Dividendeausschüttung oder auch von einem Wertzuwachs über die Jahre. Wichtig ist, dass jedes Mitglied, jeder Fan, der sich eine KSC-Aktie an die Wand hängen möchte, ein sogenanntes Aktiendepot zulegt. Das bekommt man bei seiner Hausbank, das bekommt man bei Online-Brokern. Kann man sich einfach mal umschauen. Wichtig ist, es braucht auch ein bisschen Zeit, deswegen rechtzeitig das Depot anmelden, sodass sich dann die KSC-Aktie zeichnen kann. Ähnlich wie man es aus dem e.V. kennt, gibt es einmal im Jahr eine Hauptversammlung, auf der alle Aktionäre eingeladen sind. Hauptsächlich wird da natürlich der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht besprochen und dann auch der Vorstand bzw. die Geschäftsführung entlastet. Darüber hinaus wird aber auch zum Beispiel alle 5 Jahre der Aufsichtsrat neu gewählt und damit kann man daran teilnehmen. Also im Grunde genommen ist es so, es sind ja vinkulierte Namensaktien, das heißt der KSC muss bei jedem Verkauf explizit zustimmen. Das wird er natürlich auch in klassischen Fällen tun. Somit kann man dann letztendlich eine Aktie an einen Käufer, an einen möglichen Käufer weiterverkaufen. Und hierzu werden wir auch eine kleine Plattform an den Start bringen, wo sich eben Käufer und Verkäufer dann kennenlernen können, einen Preis aushandeln können und dann den Aktienverkauf abschließen können.